Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Frohe Weihnachten euch allen. Heute haben wir etwas Besonderes für euch. Wir schauen uns dein heutiges Horoskop an und gehen auf den spannenden Verlauf ein. Besonders zur Weihnachtszeit gibt es einzigartige Planetenkonstellationen, die wir heute genauer betrachten werden. Dann das Highlight. Wir ziehen drei Tarotkarten und interpretieren sie speziell für diesen festlichen Tag. Lasst euch überraschen, was die Karten heute für euch bereithalten. Hier auf diesem Kanal findest du täglich neue Horoskope und spannende Inhalte zur Astrologie. Um immer auf dem Laufenden zu sein und nichts zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's mit unserem weihnachtlichen Astrologieabenteuer. Fische, heute könntest du dich mit Zukunftsängsten herumschlagen, vor allem, wenn du kurz vor einer Deadline stehst. Diese Gefühle können dazu führen, dass du dich schwächer fühlst, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Herausforderungen oft als Katalysator dienen, um sich durchzusetzen und Erfolg zu haben. In dieser Zeit kannst du dich darauf konzentrieren, sowohl deine körperliche als auch deine geistige Widerstandskraft zu stärken. Zweifel können aufkommen, aber denke daran, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Fähigkeiten für den Erfolg besitzt. Es geht darum, deine inneren Ressourcen und deine Entschlossenheit zu kanalisieren, um diese Herausforderungen zu meistern. Der aktuelle Planetentransit stellt dich vor Aufgaben, die du vielleicht lieber vermeiden würdest. Da diese Stimmung noch ein paar Wochen anhalten wird, ist es ratsam, sich diesen Aufgaben direkt zu stellen. Deine Haut spiegelt oft den inneren Stress wider, deshalb ist es wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst, indem du ausreichend schläfst und dich an der frischen Luft aufhältst. Um Hautreizungen zu lindern, besonders wenn du dich rasierst oder Feuchtigkeitscremes für das Gesicht verwendest, solltest du einen Tropfen Lavendelöl in deine Hautpflegeprodukte geben. Das kann eine beruhigende Wirkung auf deine Haut und deine Stimmung haben. Heute fühlst du dich vielleicht etwas abgekoppelt von deinen Mitmenschen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Gefühl eher auf die herausfordernde kosmische Energie des Tages zurückzuführen ist als auf ein persönliches Manko. Mach dir bewusst, dass sich deine zwischenmenschlichen Beziehungen morgen wahrscheinlich verbessern werden. In Liebesangelegenheiten deutet die astrale Ausrichtung darauf hin, dass die Menschen derzeit von ihren edelsten Absichten motiviert sind. Es ist zwar ungewiss, wie lange das anhält, aber es ist eine gute Zeit, um jemandem, der dir sehr am Herzen liegt, deine Gefühle zu zeigen. Es ist eine Phase, in der sich das Geben lohnender anfühlt als das Empfangen, was es zu einer idealen Zeit für aufmerksame Gästen wie den Kauf eines bedeutungsvollen Geschenks macht. In dieser festlichen Zeit leuchten die Sterne besonders hell und bringen eine Botschaft der Hoffnung und Freude. Während die funkelnden Lichter der Weihnachtszeit unsere Herzen erwärmen, öffnen sich auch die Türen für neue astrologische Einflüsse. Die Planeten stehen in einer harmonischen Konstellation und laden uns ein, innezuhalten und die Magie des Augenblicks zu spüren. Lass dich von der besinnlichen Energie dieser Zeit inspirieren und nutze die Gelegenheit, um inneren Frieden und Gelassenheit zu finden. Möge dieses Weihnachten ein Sternenhimmel voller Glück, Liebe und wunderbarer Überraschungen für dich sein. Der Vollmond im Krebs, der heute in Konjunktion mit Saturn steht, hat einen erdenden Einfluss auf deine Gefühlswelt. Dieses himmlische Ereignis schafft einen emotionalen Anker, der es dir ermöglicht, deine Gefühle mit Stabilität und Kontrolle anzugehen. Es erinnert dich an deine Eigenständigkeit und Widerstandskraft. Du hast die Macht, deine eigenen Grenzen zu setzen und deine Ziele mit Entschlossenheit zu verfolgen. Diese Zeit stärkt deine Fähigkeit, deine persönlichen Ziele zu erreichen, ohne dich von äußeren Einflüssen beeinflussen oder kontrollieren zu lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Fische, dass es heute darum geht, mit Zukunftsängsten umzugehen, Herausforderungen anzunehmen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, der Selbstfürsorge und der Stressbewältigung Vorrang einzuräumen
vorübergehende Gefühle der Trennung zu überwinden, Liebe von Herzen auszudrücken und Kraft aus der stabilisierenden Energie des Vollmonds zu schöpfen. Wenn du dich auf diese Themen einlässt, kannst du den Tag mit Widerstandsfähigkeit, emotionalem Gleichgewicht und einer klaren Vision für deine Zukunft meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Stern ist ein Symbol der Hoffnung, der Inspiration und der spirituellen Führung. Er steht für ein Gefühl der Erneuerung, Gelassenheit und eine Verbindung zu einer höheren Weisheit. Für den heutigen Tag deutet der Stern darauf hin, dass du dich in einer Zeit des Optimismus und der Heilung befindest. Es ist ein Tag, an dem du an deine Träume glauben und deiner Intuition folgen solltest. Vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen. Die Königin der Münzen verkörpert Sachlichkeit, Überfluss und nährende Energie. Sie wird oft mit finanzieller Stabilität und der Fähigkeit in Verbindung gebracht, für sich und andere zu sorgen. Heute ermutigt dich die Königin der Münzen zu einem verantwortungsvollen und fürsorglichen Umgang mit deinen materiellen Angelegenheiten. Es ist an der Zeit, deine Ressourcen weise zu verwalten und dein finanzielles Wohlergehen in den Vordergrund zu stellen. Der König der Schwerter ist eine Karte des Intellekts, des klaren Denkens und der selbstbewussten Entscheidungsfindung. Diese Karte steht für eine Person, die logisch und rational ist und faire und weise Entscheidungen treffen kann. Für den heutigen Tag legt der König der Schwerter nahe, dass du Situationen mit einem scharfen, analytischen Verstand angehen solltest. Sei objektiv und triff Entscheidungen auf der Grundlage von Logik und Vernunft. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag des Gleichgewichts und der Integration von Hoffnung, Praktikabilität und klarem Denken hin. Der Stern steht für Hoffnung und Inspiration, die Königin der Münzen rät zu einem verantwortungsvollen Umgang mit materiellen Dingen und der König der Schwerter trägt zu einer klaren Entscheidungsfindung bei. Vertraue heute auf die Führung des Sterns, um deinen Geist zu inspirieren und zu erneuern. Sei praktisch und verantwortungsbewusst, wie die Münzkönigin dir rät, wenn es darum geht, deine Ressourcen und deine finanzielle Stabilität zu verwalten. Triff Entscheidungen mit dem logischen und klaren Denken des Königs der Schwerter. Indem du Hoffnung, Praxisnähe und klare Entscheidungen miteinander verbindest, kannst du deine Ziele sinnvoll und fundiert erreichen.